Und hat jetzt Lars Klingbeil das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Dobrindt, vielleicht noch mal einen Bürobescheid sagen. Ich glaube, das war die Rede, die gestern geschrieben wurde, und da wurden die neuen Realitäten durch Entscheidung der Bundesregierung nicht eingearbeitet. Aber lassen Sie mich doch mal darüber reden, worum es hier eigentlich geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben seit dem 24. Februar einen brutalen, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch Russland gegen die Ukraine. Wir haben hier im Parlament viele weitreichende Entscheidungen getroffen. Wir haben tiefgehende, ernste Diskussionen geführt über eine Situation, von der wir alle gehofft hatten, dass wir sie nie wieder erleben müssen, dass mitten in Europa mit militärischer Gewalt Grenzen verschoben werden, dass ein souveräner Staat in seiner Integrität angebrochen wird, angegriffen wird, und dass wir jeden Tag erleben müssen, dass Menschen durch Putins Armee sterben. Und wissen Sie, ich habe in den letzten Tagen mich manches Mal gefragt, ob eine Diskussion, wie wir sie geführt haben, ob sie angemessen ist dieser Situation, diesem Leid, dem die Ukrainerinnen und Ukrainer ausgesetzt sind. Und ich will es deswegen hier ganz zu Beginn sagen, weil es nie außer Acht geraten darf. Putin ist der Kriegsverbrecher. Wir senden hier aus Deutschland seit dem 24. Februar ein Signal, wo ich auch stolz darauf bin, dass wir das häufig und oftmals in großer Einigkeit tun. Wir stehen als Bundesrepublik Deutschland, als Regierung, als Parlament doch in der großen Zahl solidarisch an der Seite der Ukraine, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und darum muss es doch auch in einer Aktuellen Stunde wie heute gehen. Und ich finde auch, dass wir immer wieder betonen müssen, welche Schritte wir gegangen sind seit dem 24. Februar. Wir haben mit einem Grundsatz der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gebrochen, und wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer, die mutig kämpfen, und wir alle bewundern diesen Mut, damit sie sich selbst verteidigen können. Und wir sehen doch auch, dass es unsere Waffen, unsere Unterstützung sind, die helfen, dass Geländegewinne da sind, dass Städte zurückerobert werden, dass die russische Aggression zurückgedrängt wird. Und ich bin dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius dankbar für die Signale, die er in den ersten 6 Tagen seiner Amtszeit gesetzt hat. Und ich will das hier mal sagen, weil das in den Hintergrund geraten ist. Eine Konferenz in Ramstein, bei der die Bundesregierung ein Paket mit 1,1 Milliarden auf den Weg gebracht hat. 1,1 Milliarden an militärischer Unterstützung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist gut, dass die Bundesregierung das getan hat. Und ich bin dem Minister, ich bin dem Bundeskanzler und allen anderen, die daran beteiligt waren, dankbar für das klare Signal, das von Ramstein ausgegangen ist. Und wenn der Kollege Dobrindt hier sagt, man unterstützt die Entscheidung des Bundeskanzlers, aber es sei die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, dann will ich das jetzt schon gerne mal konkret wissen. Der Bundeskanzler hat immer klar gesagt, es gibt 3 Prinzipien. Wir stimmen uns eng ab im Bündnis, wir werden selbst nicht Kriegspartei, und es gibt keine Alleingänge. Lieber Kollege Dobrindt, welcher dieser 3 Grundsätze stößt denn bei der Union auf Widerspruch? Das finde ich schon spannend, das mal zu hören, aber da hat er sich nicht zu geäußert. Übrigens auch die klare Aussage von Tag 1, wir bewegen uns im Bündnis und es gibt für uns keine rote Linien, wenn es darum geht, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine zu unterstützen. Aber ich sage hier auch, das sind Zeiten von großer Tragweite, von Krieg und Frieden, wo wir doch alle auch in den Wahlkreisen Sorgen und Unsicherheiten erleben, wo doch Nachdenklichkeit und auch Abwägen mal erlaubt sein muss. Wo es doch darum geht, dass man nicht dann Dinge verkündet, wenn irgendwer das gerade auf Twitter oder in den großen Feuilletons fordert, sondern dann, wenn Dinge auch im Bündnis geklärt sind. Und ich will das hier klar sagen, das ist ein großer diplomatischer Erfolg von Olaf Scholz und von dieser Bundesregierung, dass man jetzt im Bündnis abgestimmt mit europäischen, mit den transatlantischen Partnern, dass man dort einen Schritt weitergeht und dass wir jetzt die Ukraine stärken, dadurch, dass wir Kampfpanzer liefern. Das ist ein großer Erfolg. Und ich ertrage nicht, wie das kleingeredet wird von der Opposition. Und lieber Friedrich Merz, ich will das hier schon sagen, das Genöle aus der Union in den letzten Tagen. Alexander Dobrindt hätte es jetzt machen können, dass man sich für Michael Brandt und seine unhaltbaren Worte hier entschuldigt. Auch das hat er nicht getan. Aber die CDU
Herr Merz, die CDU ist doch die Partei von Konrad Adenauer, der für die Westintegration steht, die Partei von Helmut Kohl, die für die europäische Integration steht, von Angela Merkel, die dafür gesorgt hat, dass Deutschland einen guten internationalen Ruf hat. Und dieses Genöle, Sie treten den Rasen kaputt als Union auch. Sie fallen der Bundesregierung in den Rücken. Das ist doch unwürdig, was Sie machen, Herr Merz. Und ich sage Ihnen, Sie können das besser. Bitte kommen Sie zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche mir, dass wir eine Diskussion in der Tragweite von Krieg und Frieden, dass wir sie angemessener führen, als ich das in den letzten Tagen erlebt habe. Ich bin der Bundesregierung dankbar dafür, dass wir die Ukraine stärken. Und ich wünsche mir, dass wir das geschlossen als Demokratinnen und Demokraten weiter tun. Vielen Dank. Ich möchte nur am Rande darauf hinweisen, Kollege Klingbeil, dass die Geschäftsordnung für jede Frau und jeder Mann in diesem Plenarsaal gilt. Eine Aktuelle Stunde besteht aus einem 5-Minuten-Beitrag und nicht aus einem 5 Minuten 45 Sekunden, ist ja schon ein bisschen viel, weil alle anderen auch den Anspruch hätten, dann entsprechend berücksichtigt zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächste Rednerin erhält das Wort.